Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft Pistenhaus. Und diesmal gibt's mich doppelt bzw. dreifach, weil ich bin ja auch nochmal dabei. Und ja, wie gesagt, hier ist der Pain einmal und hier ist auch nochmal der Pain. Und wir werden jetzt die Tierfarm, die wir im Livestream angefangen haben, zu bauen. What the fuck, was ist hier los? Hallo? Hä, was ist das? Hä? Hä? Was ist hier los? Ich bin irgendwie auf dem Server gejoint und wieder geleftet und deswegen war ich auf einmal mehrmals hier auf dem Server. Kann ich das hier noch irgendwie übertreiben? Das wäre ja natürlich echt geil. Nee. Schade. Mich gibt's halt nur dreimal. Und ja, um euch kurz das zu demonstrieren. In dem Kästchen da vorne liegen halt so ungefähr 1000 Tiere oder so. Keine Ahnung. Und die brauchen halt sehr viel Platz und deswegen wollte ich die Tierfarm ein bisschen vergrößern. Einfach mal nach hinten ein bisschen mehr. Und ja, im Livestream haben wir damit angefangen. Danach hatte ich irgendwie keinen Bock mehr, weil die ganze Zeit bauen und reden ist halt nicht so was Cooles für einen Livestream, weil da auch Zuschauer dabei sind und so. Und deswegen machen wir das halt ein bisschen aus Episode. Na, ich hoffe, das ist okay. Und ja, wir machen jetzt noch quasi eine Tour bis wieder zu den Fackeln an der Ecke. Ich sollte das vielleicht mal absehen. Es war 5, glaube ich, die Abstände. Ja, waren sie. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, hier kommen nochmal. Wo, wir machen direkt hier. Dann die Kurve rein. Das heißt, hier kommt das hin. Und hier kommt das hin. So. Weil dann können wir nämlich die Farm schon mal eröffnen. Und meine Schaufel ist viel zu gut für diese Welt. Mann, ich baue immer so viel ab, obwohl ich das gar nicht abbauen möchte. Die ist einfach viel zu gut, die Schaufel. Ich weiß nicht, was da los ist. So, und dann überprüfen wir nämlich gleich nochmal, ob auch alles an der Sortiermaschine funktioniert. Da gab es ja auch im Livestream Probleme, weil irgendwer kam auf die lustige Idee, da einfach alles irgendwie ziemlich durcheinander zu bringen. Und deswegen musste ich alles nochmal ziemlich umsortieren. Das ist scheiße. Werde ich auch nochmal sagen, dass man bitte bei Redstone-Konstruktionen nicht unbedingt reinfuchteln sollte. Was ich ja auch nicht bei anderen Leuten mache. Ich achte ja immer darauf, dass, wenn ich irgendwie was öffne, dass ich da auch kein Redstone oder so zerstöre. Und ja, ihr beiden chillt hier hoffentlich noch so ein bisschen. Ich muss auf jeden Fall hier die Decke mal dann mit Holz verkleiden. Das können wir ja noch machen. Dann müssen wir jetzt gleich mal ein bisschen gucken gehen, dass wir ein bisschen Eichenholz finden. Eventuell müssen wir uns das noch selber besorgen. Weil ich glaube, Holz ist auch so eine kleine Mangelware, die wir hier haben. Und hier, ja, wir brauchen eigentlich keinen Stein, Leute. Jetzt fangt nicht an, bitte mit. Warum lässt du die Sachen liegen? Wir haben genug von jedem Zeugs. Und in der Sortiermaschine ist auch noch, wie gesagt, alles drin. Und es wird immer noch einsortiert, bestimmt. Ich hatte mich so gefreut, dass alles einsortiert ist. Und dann war aber nicht alles einsortiert, weil eben irgendwer die Maschine kaputt gemacht hat. Also nicht zerstört, sondern eher irgendwie da was falsch gemacht und dementsprechend war dann mal eben die Sachen falsch einsortiert in drei verschiedene Sachen und ja, war halt blöd, aber was soll man machen? Hat irgendwer was rausgenommen, was eigentlich nicht da rausgenommen werden sollte bei den Trichtern. So, perfekt, und ja, gehen wir mal hier eben raus und machen das hier wieder zu. So, hier unten sind die ganzen Fischer. Ihr seht, hier wird gebounced ohne Ende. Hä? Pain, warum verlässt du das Spiel? Aber wenigstens habe ich noch den anderen Pain. Jetzt habe ich schon wie oft das Spiel verlassen. Ach, ist unglaublich, was hier für real shit los ist. Und ja, gehe ich mal hier rüber. Bei Tab steht gar keiner. Okay, ich werde vermutlich gleich einen Disconnect haben. Wenn das Spiel checkt, ist es keiner auf dem Server? Hä, warum ist da einer auf dem Server? Haben wir denn hier noch was Eisen? Oh, es ist noch was Eisen reingekommen. Perfekt. Und es läuft noch immer weiter. Das ist natürlich schön. Und hier ist auch nichts mehr drin. Das heißt, da kann wieder ordentlich einsortiert werden. Haben wir eigentlich Leder schon in der Sortiermaschine? Das interessiert mich natürlich jetzt auch. Deswegen gehe ich mal eben gucken. So. Ein bisschen rüber sprinten. Ja, Leder haben wir schon. Gut, dann kann ich das durch das direkt hier reinkommen. Spare ich der Sortiermaschine die ganze Arbeit. Und dann brauchen wir Holz. Okay, haben wir nicht. Dann gehe ich eben ein bisschen Holz farmen. Dann haben wir noch was zu tun. So, wie sieht es denn hier aus? Oh, hier muss auch noch ordentlich einsortiert werden. Ja, da wird nichts mehr rübergebracht.
Ja, Lohnrunden werden, glaube ich, mittlerweile auch in die Sortiermaschine mit einbezogen. Da ist schon einiges, was einsortiert wird. So, dann gucken wir mal, ob alles bei der Eisenfarm funktioniert oder ob wieder ein Eisengolem irgendwie weggelaufen ist. Habe ich gerade einen Eisengolem gehört? Oder bin ich einfach nur doof? Ich glaube, ich bin einfach nur doof. So. Dann schnell hier einen kleinen Hopser machen. Aber es sieht so aus, als ob hier nicht irgendwer ausgebrochen sei und das hier alles schön funktioniert. So, dann machen wir jetzt hier mal kurz MLG Water Bucket mit 360. Und ich lande auf der Kante. Hätte zwar funktioniert, aber egal. So. Und dann Holz. Wir brauchen Holz. Ich sollte mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Da würde ich sagen, tun wir die großen Bäume mal abholzen, auch wenn ich das bestimmt mal gesagt habe, dass ich solche Bäume absolut nicht abholzen will. Oh Mann, Payne, warum verlässt du das Spiel? Was ist los mit dir? Was ist da los? So. Aber jetzt sind wir, glaube ich, alleine auf dem. Ja, quasi, wir sind gar nicht auf dem Server. Keiner ist auf dem Server. Ich drückt habe. Vielleicht seht ihr dieses graue Teil, was da so ein bisschen aufploppt. Vielleicht seht ihr es. Das ist die Serverliste. Die Serverliste ist leer. Eventuell werde ich jetzt gleich gekickt, wie gesagt, ne? Nicht wundern. Und ich hoffe, der Server stürzt dadurch nicht irgendwie ab. So. Tun wir das hier noch alles abholzen. Dürfen wir aber schnell genug Holz bekommen. Den großen Baum brauche ich vermutlich gar nicht abholzen. Wenn hier so genug Holz rumsteht und wir genug Holz dadurch bekommen. Den Rest können wir in die Sortiermaschine packen, weil die alles automatisch sortiert. Wenn wir mal genug Items hinzufügen, ne? Was wir nicht machen, weil das kostet alles Eisen und Eisen ist wertvoll und wir haben kein Eisen. Wir warten wegen so Eisenfarm und ja. Deswegen gibt es momentan kein Eisen und keine Trichter, weil wir halt Trichter brauchen für die Eisenfarm. Und wie viel Holz haben wir dann? Ach, das genügt. Ich bin mir sicher, dass das genügt. Zur Sicherheit pflanzen wir einfach mal ein Eichensetzling, bringen dieses Schaf um, dann eben nicht. Und gehen wieder runter. So. Hier lang einmal und dann hier runter. So. Ich muss mal Methos fragen, wenn wir den nächsten World Download machen können. Da muss ich den mal überreden, wieder mal was rauszusuchen. Irgendeinen passenden Termin, sei es irgendein Geburtstag von irgendwem oder sonst irgendwas. So. Und dann sammeln wir die Items noch auf. Seht ihr, ich nehme sogar die Items noch mit. Da könnt ihr doch froh drüber sein, für die, die meinen, ich soll alles mitnehmen. Aber es sieht schon knapp aus. Mit dem Holz jetzt schon. So, das waren jetzt circa 32. Okay, das wird richtig knapp. Obwohl, das dürfte. Ah, es wird knapp. Wir sehen es ja jetzt gleich. Aber ja, das schaffen wir. Das passt von der Anzahl. Wir werden ungefähr noch so einen halben Stack übrig lassen können. Schätze ich jetzt mal so grob. Sogar ein bisschen mehr. So. Dann haben wir das nämlich auch gleich fertig. Dann können wir die ganzen Tiere releasen. Ja, habe ich doch gesagt. Circa einen halben Stack. So. Gut, dann würde ich sagen, brechen wir die Mauer hier nieder. Und lassen die Tiere los. Habe ich jetzt hier eigentlich alles. Ja, ich habe es richtig gemacht. Perfekt. Und hier kommt. Dann ändern wir eben mal eben schnell den Style von so, so. Und was ist das? Achso, hier musste ich ja auch irgendwie, als die Tiere hier alle drin waren, muss ich ja auch irgendwie rauskommen. Da habe ich dann einfach mal schnell mir so einen Weg nach oben gebaut. So, haben wir noch? Ne, Erde haben wir jetzt nicht. Wir lassen hier einfach mal Holz. Würde ich sagen. Und wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass die Tiere gleich in die Richtung kommen, aber nicht mehr hier raus können. Ich mache einfach mal so. Oh, scheiße, habe ich das Tor zugemacht? Oh ja, habe ich. Okay, gut. Dann machen wir einfach mal so. Verteilt euch nach da, Leute. Ey, was macht ihr? Ihr sollt die nicht umbringen. Warum stirbt ihr? Was macht ihr? So. So, verteilt euch ein bisschen in die Richtung, Leute. Warte, wir können das doch mit Schildern machen, oder? Haben wir ein Crafting Table? Wir bauen uns schnell ein Crafting Table.
So, schieben die alle mal ein bisschen zur Seite. Mann, Leute. Dann müssen wir es wieder so regeln. Wenn ihr das so nicht hinbekommt, Alter, leck das. So. So. Machen wir eben ein paar Schilder. 9 genügt ihr nicht. Mann. Ich will doch nur ein Schild platzieren, Leute. So, danke. So. So. Mann! Diese ganzen Tiere hier, ey. Das ist unglaublich. Wie viele Tiere das sind. Mann! Ich kann die hinten, das kann ich mir leisten. Wir haben genug Tiere. So. Passt aber nicht von der Schilderanzahl her. Deswegen muss ich das gleich ein bisschen präparieren. Beziehungsweise ich klaue mir einfach ein bisschen Holz irgendwo her. Obwohl, es passt genau. Oh mein Gott. Es passt einfach genau. Was ist da los? Ich wusste es einfach. So. 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 Dann noch hier hin. Und dann so. Dann werden die nämlich alle darüber geschoben, wenn die hier durchgehen. Und Alter, hier ist noch immer so viel los, ne? So, perfekt. Da lassen wir die da alle ein bisschen sammeln. Die werden ja dann da rüber geschoben. Ist, glaube ich... Oh Gott, ich glaube, das ist noch immer nicht genug Platz. Mann! Guckt euch das an. Viele sagen ja auch, ich soll die einfach alle killen, aber nö. Warum sollte ich? Warum? Guckt euch die an. Die armen Viecher. Als ob wir die einfach so töten könnten. 3 Sekunden später alle tot. Alter, Leute. Ist das euer Ernst? Die können ja mal mit der Schere durchgehen. Alter, wie viele verschiedene Wollfarben jetzt hier noch zustande kommen, will ich gar nicht erst wissen. Auf jeden Fall bis unsere Schere kaputt ist, machen wir jetzt noch. Oh, oh, so much color. So, komm. So. Und da ist sie kaputt. Und dann einfach mal hier drüber sprayen und hier in die Kiste gucken. So, die Sounds buggen schon richtig, das, weil hier so viele Schafe sind und so. Oh, die Maschine, das ist jetzt schon überfüllt hier, ne? Oh ja, wir müssen unbedingt noch mehr Platz schaffen, das geht ja gar nicht klar. Alter! Wir brauchen richtig viel Platz. Wir brauchen richtig viel Platz eigentlich und wir haben hier nicht genug Platz. Mann! Verdammt! Alter, und hier sind auch richtig viele Viecher drin. Wir brauchen viel mehr Platz. Wie machen wir das? Ich weiß es nicht. Wir müssen den Weg nach oben machen. Und irgendwie oben so eine... Alter, hier ist noch mehr Wolle. Jetzt muss ich hier irgendwie rauskommen. Das ist ja das Wichtige. Alter, es sind einfach so viele Tiere, ne? Wird hoffentlich keinem auffallen, dass hier einfach... richtige Eskalation ist. Oh, wo müsst ihr denn dabei... Oh. Oh, ich habe Milch bekommen, ich wollte schon sagen. So, ihr geht da schön mal alle weg. So, ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts kaputt gemacht. Habe ich das kaputt gemacht? Nein, habe ich nicht. Okay. Seht ihr, ich überprüfe das. So, ich hoffe hier einfach, dass hier einfach keiner rausgeht, reingeht. Oh je, oh je. Gut. Dann gehen wir noch eben zur Sortiermaschine, lassen das alles einsortieren. Und dann würde ich sagen, war es auch gleich schon mit der Episode. Wir werden vermutlich hier oben dann einfach uns irgendwo ein Feld suchen, wo wir dann einfach alle Schafe hinstellen werden, also die meisten. Weil es halt jetzt einfach so ist, dass wir nicht genug Platz haben. Ja, was soll man sonst machen? So, gut. Dann war es das aber auch mit der Episode. Wir haben wieder Eisen bekommen durch die Eisenfarm. Geil. Funktioniert immer noch die Farm. Das finde ich sehr gut. Hier wird nicht mehr viel reingetan. Sind jetzt eigentlich die Lohnrouten, wenn nicht schon einsortiert? Ich hoffe es. Weil wir hatten den Livestream noch ein bisschen da weitergemacht. Und es kam ja ein Vorschlag, wir sollten, was wir noch hinzufügen sollten. Und da kamen halt Lohnrouten hinzu. Und wie ihr seht, 51 Lohnrouten schon. Und jetzt müsste eigentlich ein Minecart kommen, was bestimmt Lohnrouten enthält.
Hä, okay, aber das. Ja, das hatte zum Beispiel Lohnrouten und ja, der wird dann noch ein bisschen mehr einsortiert. Hier ist Eis drin, Slabs, Papier, Sensen, Knochenmehl, Prasmin, Weizen, Clay, Truhen, was sind das für Truhen? Normale Truhen, grobe Erde, Slimeballs, Pfeile, Emeralds, Melonen, das und der ganze Rest und was man noch so alles braucht. So, dann, wir könnten eigentlich mal von der Melonenfarm, wir machen uns eh mal eine effektivere. Ich werde es so machen, wenn wir mit der Sortiermaschine fertig sind und der Tierfarm, werden wir gucken, ob wir den Ender Dragon töten werden. Und wenn wir es schaffen, den Ender Dragon zu killen, ich bin auch immer nicht vom Server gekickt worden, obwohl ich nicht existiere, dann werden wir den Ender Dragon killen und dann kann ich da eine Enderperlenfarm machen. Falls wir dies nicht schaffen, werde ich eine neue Melonenfarm bauen. Eine, die viel effektiver ist und wo das dann direkt hier zum Lagerhaus rüber geht. Das können wir zum Beispiel dann hier machen. Da ist, glaube ich, ein gutes Gelände für. Und das wird dann halt direkt hier ins Häuschen gebracht und zum Beispiel hier über eine Leitung hier drüber dann einfach hier rein sortiert. Genau wie es bei der Eisenfarm ist. Hier, hey, kam da wieder Eisen. Geil, wir haben so eine richtig krasse Produktion, ne? Finde ich super. Könnten eigentlich mal das Eisen einsortieren lassen. Wie viel haben wir denn da so einsortiert? Interessiert mich jetzt mal. Nichts. Okay, geil, dann eben nichts. Dann war es aber auch mit der Episode. Und ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Und ja, damit ihr nächste wieder auf dem Server joint. VPNV hat das Spiel verlassen schon zweimal, damit ihr nächste auf dem Server joint. Nicht hier im Dunkeln ist und wie so immer mehr Melonen. Habe ich immer eben kurz geschlafen und ja, sage ich schön, bis dann und man sieht sich.